Oh, Scheiße. Wir sind ja jetzt heute in Binz am Strand. Wir wollen eine Strandpromenade besuchen und hier so ein bisschen am Strand rumlaufen. Mal gucken, was hier so in Binz ist. Ziemlich groß, Binz. Schauen wir mal, was hier so kommt. Auf dem Herweg wurde ich schon mal geblitzt. Das macht mir Binz schon sehr sympathisch. Und so wie es aussieht, wird man hier wohl auch extra eine Strandkarte kaufen, damit man an den Strand darf. Ich weiß es noch nicht so genau. Das macht Binz noch mal sympathischer. Aber schön ist es schon. Heute machen wir mal was ganz Verrücktes. Wir gehen am Strand spazieren. In Binz. Barfuß. Barfuß. In Binz. In Binz. Ich war noch nie in Binz. Jeder Strand ist anders, jede Welle ist anders, jede Möwe hat einen anderen Namen, jedes Sandkorn ist anders. Nur meine Füße tun immer gleich weh. Hier sind wir jetzt am Kurhaus, richtiges Postkartenmotiv. Und hier geht auch die Landungsbrücken oder wie nennt man das, Seebrücken. Sehr schön. So, wir gehen jetzt wieder ein bisschen bummeln in der sicherlich nicht ganz billigen Strandpromenade, aber die Ferraris sind geparkt, was soll's. Wir geben jetzt erstmal Kohle aus. Wir lassen jetzt die schwarze American Press. Gibt's sowas? Die Platin. Platin American Press. Die Karten glühen. Wir lassen die Karten glühen. Ich glaube, Hartgeld nehmen die ja nicht, Schatz. Also Binz ist nichts für mich, ne? Zu viele Menschen, zu viel Kommerz, ja, zu überlaufen und zu künstlich irgendwie, weiß nicht. Der Schmeiß ist so und das gibt's gar nicht. Kaputt? Ja? Nee. Nein, nicht kaputt. So, wir sind wieder zurück auf dem Weg zum Parkplatz. Ich wollte euch nur was zeigen. Seht ihr hier diese vergoldeten Dinger hier? Da ist ein R in der Mitte. Wisst ihr, was das R heißt? Reich. Oder rich. Und wenn es RR ist, dann heißt das richtig reich. Und SR heißt saureich. Das muss man wissen.